Hi, der Herbst kommt so langsam und es wird wieder Zeit für die Gusstöpfe. Das hier ist Schichtkohl, ein Mega-Rezept aus dem Dutch Oven. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für den Schichtkohl brauchen werde. Ganz vorweg ein großes Dankeschön an meinen Zuschauer Thomas, der mir bei Facebook die Anregung dazu gegeben hat und dann auch das Rezept dazu kommen lassen. Also vielen Dank, Thomas. Hier sind also jetzt die Sachen, die wir brauchen werden. Los geht es mit 250 Gramm Bacon. Dann haben wir hier einen kapitalen Weißkohl. Das hier sind 500 Gramm gehacktes Halb und Halb. Dann haben wir hier eine Gemüsezwiebel, ein paar Mettwürstchen, ein paar Drillinge. Das sind so um die 300 Gramm. Dann haben wir hier 400 Milliliter Kalbsfond. Champignons haben wir ein paar und für die Würzung nehmen wir mal einen Royal Flush Rub, denn wir arbeiten im Dutch Oven, da ist so ein bisschen geräuchertes Paprikapulver sicherlich nicht verkehrt. Und dann brauchen wir noch Pfeffer und Salz und das soll es dann gewesen sein. Die Kokosnussbriketts heizen gerade im Anzündkamin schon vor und dann würde ich sagen, wir legen mal los. Zuallererst kümmern wir uns um die Würzung des Hackfleischs. Das sind also jetzt wie gesagt 500 Gramm gehacktes Halb und Halb und da kommen so gute 3 Esslöffel vom Royal Flush Rub mit dran. Das Ganze wird dann kurz durchgeknetet. Und wie gesagt, ihr riecht dann dieses geräucherte Paprikapulver. Das gibt dann dem Ganzen natürlich nochmal richtig Geschmack. Das Hackfleisch ist fertig gewürzt. Das stelle ich jetzt kurz beiseite und wir schnibbeln weiter. Und zwar die Gemüsezwiebeln schneiden wir dann einfach in feine Halbringe. Also nicht wirklich dick, sondern die dürfen dann schon so einen Millimeter dick sein. So, die Zwiebeln haben wir damit geschnitten. Hier unsere Drillinge, die werden einfach nur geviertelt. So, Zwiebeln, Kartoffeln sind geschnitten. Hier haben wir unsere Mettwürstchen. Auch die werden klein geschnitten. Dann habe ich hier die Champignons. Die werden einfach in Scheiben geschnitten. Nicht zu dünn. So, bis auf den Kohl haben wir jetzt alles geschnitten und machen jetzt erstmal am Dutch Oven weiter. So, hier ist mein treuer 12 Zoll Camp Chef Dutch Oven. Und die 12 Zoll Größe ist für das, was wir ja vorhaben, genau richtig. Da unten kommen jetzt erstmal die 250 Gramm Baconwürfel hinein. Die verteilen wir schön auf dem Boden. Dazu kommt dann die Hälfte der Zwiebeln. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns um unseren Kohlkopf kümmern. Den halbieren wir erstmal. Dann wird er geviertelt und wir schneiden hier unten den Strunk raus, weil den wollen wir auf gar keinen Fall. Dann kommen noch die äußeren unschönen Blätter, kommen ein bisschen weg und wir können den Weißkohl in dünne Scheiben schneiden. Hier haben wir jetzt also die erste Hälfte von dem Weißkohl. Die wird so ein bisschen zerrupft. Am Ende wird der Topf randvoll sein. Lasst euch daran aber nicht stören, weil der Kohl fällt natürlich dann noch in sich zusammen. Und so kriegen wir dann auch wieder Platz. So, jetzt wo der Kohl liegt, kommen unsere Kartoffeln oben drauf. Sowie die weiteren Zwiebeln, also die der letzte Rest von den Zwiebeln. Ein paar von den Champignons. So knapp die Hälfte. Die Mettwürstchen. So, jetzt habe ich also hier noch mein gehacktes, mein gewürztes und das nehmen wir jetzt und zupfen da so kleine Stücke von ab und verteilen die quasi auf den Mettenden. So, und obendrauf kommt dann nochmal eine Lage vom Kohl.
Dann habe ich jetzt hier 400 Milliliter Kalbsfond, der kommt als Flüssigkeit da oben drauf, sorgt dann dafür, dass gleich im Dutch Oven dann gedämpft wird und der Kohl eben dann zusammenfallen kann. Den restlichen Kohl, den ich jetzt hier noch habe, der kommt natürlich auf gar keinen Fall weg, passt im Moment nicht rein, aber wie gesagt, das fällt gleich zusammen und dann haben wir auch wieder Platz im Topf. Was jetzt noch fehlt, ist noch eine kleine zusätzliche Prise Salz. Und etwas Pfeffer aus der Mühle. So, das heißt, wir haben jetzt also noch ein bisschen Champignon und Kohl übrig, aber darum kümmern wir uns später. Jetzt kommt erstmal der Deckel drauf. Hier habe ich meine durchgeglühten Briketts. So, ich nehme den Topf und stelle ihn direkt auf die Kohlen drauf. Und ein paar von den Kohlen kommen oben auf den Deckel vom Dutch Oven drauf, dass wir natürlich auch ein bisschen Oberhitze bekommen. Am Anfang erstmal ein paar mehr Kohlen unter dem Topf, damit der wirklich auf Temperaturen kommt. So, nach einer guten Viertelstunde schauen wir mal vorsichtig in unseren Topf rein. Da geht schon richtig was. Und durch die Oberhitze hat jetzt hier der Kohl so ein paar dunkle Stellen gekriegt. Aber das ist in keinster Weise schlimm. Nehmen wir mit dem Löffel so ein bisschen und stochern das mal so ein bisschen auf. Und dann lassen wir es eine weitere Viertelstunde lang köcheln. So, eine weitere Viertelstunde später können wir jetzt den Rest von unserem Kohl, den wir noch haben, mal noch verteilen. Beziehungsweise habe ich hier noch ein paar Champignons, die kommen auch mal mit rein. Und Leute, ihr hört es ja, ihr hört es im Hintergrund blubbern und es riecht schon richtig, richtig gut. So, der gesamte Kohl ist jetzt im Dutch Oven drin. Obendrauf geben wir jetzt noch ein bisschen was vom Royal Flush Rub. Und dann kommt der Deckel drauf, und zwar jetzt erstmal dann für eine halbe Stunde, dass wir es dann ordentlich durchrühren können. Aber ihr könnt sehen, da entsteht jetzt ordentlich Dampf, der Kohl wird jetzt zusammenfallen. In einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Eine halbe Stunde später, Leute, und ich kann euch sagen, das ist ein Duft hier, es ist der Wahnsinn. Nehmen wir den Deckel mal ab und rühren das Ganze jetzt einmal ordentlich durch. Denn der Kohl unten drunter ist jetzt schon so weit zusammengefallen, dass wir da jetzt richtig Platz im Topf bekommen. So, alles einmal ordentlich durchgerührt, Deckel wieder drauf und jetzt dauert es noch eine Stunde und dann wird gegessen, es wird großartig. So, insgesamt 2 Stunden sind rum, es blubbert noch immer fleißig in unserem Topf und so schaut das Ganze jetzt aus. Es riecht absolut fantastisch. Hier habe ich jetzt einen Teller von meinem Schichtkohl und der Duft ist schon mal der absolute Knaller. Jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Schnapp uns mal hier so ein Eckchen. Kurz pusten, weil wie ihr seht, es ist heiß. Ich liebe ja Kohl. Und diese Verbindung aus Fleisch, Kartoffeln und Kohl, das Ganze dann eben über 2 Stunden im Gusstopf gezogen. Leute, das ist ein absoluter Knaller. Thomas, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Inspiration. Das ist ein Rezept, was ihr unbedingt nachmachen solltet. Dutch Oven generell ein Megathema, was jetzt eben über den Herbst, Winter, Frühling wieder da ist. Gusstöpfe, Kochen im Gusstopf ist eine richtig großartige Geschichte. Es gibt dafür eine eigene Playlist auf meinem Kanal. Schaut euch da gerne mal um nach vielen anderen Rezepten. Aber diesen Schichtkohl, den solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten des Kanals sein, dann da oben die Möglichkeit, das sehr gerne zu ändern, würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Das ist lecker.